Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 4 Old Sins. Jetzt ist mir doch glatt der Name des Spiels nicht mehr eingefallen. Dreh dich bitte. Nö. Hä? Moment mal. Okay, das war ja jetzt recht einfach, würde ich mal sagen. Oder auch nicht. Okay, es war doch recht einfach. Und der nächste Raum abgeschlossen. Cool. Läuft so ein bisschen bei mir gerade. Ja, 1, 2, 3, das vierte Ding ist abgeschlossen. Die Küche komplett. Die Herzklappenküche abgeschlossen. Schön. Okay, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Was ist das? Eine mechanische Holzkiste. Okay. Und jetzt? Das ist das Geländer! Hallo? Ja, hier. Moment mal. Kann es sein? Muss ich das hier noch irgendwie bearbeiten? Ja, so. Hä? Beschiss? Ja, machen wir's so. Was ist das für ein Zimmer? Ich habe immer noch diese Perle. Japanische Galerie. Okay. So, wir gucken erstmal, wo das Buch ist. Das liegt hier auf dem Stuhl. Ihr wisst Bescheid, Pause drücken. Für alle, die lesen wollen. Jetzt interessiert mich aber was anderes. Nee, ich wollte schon sagen. So, dann gucken wir mal. Irgendwo sind wieder Fingerabdrücke, wo wir anfangen. Da oben.
Eine Muschel. Diese Muschel ist ganz schön fest geschlossen. Ach, da kommt dann die Perle rein. Ah. Schlau, schlau. Okay, hier fehlt was. Was ist hier unten drin? Irgendwas zum Anzünden, so wie es aussieht. Okay, das erste Rätsel. Ja. Keine Ahnung. Schauen wir uns mal die Drachis an. Da oben muss was rein. Und da fehlen Ketten. Okay. Nee, die Perle muss ja in die Muschel rein. Oder da unten ins Auge? Nee. Da oben kommt was Sternförmiges rein. Ah, das ist dann für das andere Ding hier. Wo ist es denn? Für das da. Also müssen wir ja doch hier irgendwie anfangen. Irgendwie so halbwegs. Ja. So. Eine geschnitzte Messingkugel. Okay. Was ist noch das da oben? Ach, das ist ein Speer. Lol. Okay. Die sieht mir sogar ganz danach aus, als kommt die beim Oktopus rein, weil die Drachen müssten ihre Augen drinne haben. Ja, dann kommt die da rein. Wusste ich's doch. Boah, geil. Okay. Okay. Nö. Also irgendwas muss ich da ablegen. Aber was? Kann ich das hier oben jetzt verschieben? Nee. An den Speer komme ich auch noch nicht ran, weil das geschlossen ist. Was ist denn, wenn ich... Kann ich das wieder zumachen? Nee. Schade. Hier brauche ich auf jeden Fall irgendwas. Die Frage ist nur, was brauchen wir da?
Okay, auf die Bank kommt ein blaues Ei. Muss ich mir merken. Also irgendwas kommt da oben drauf, aber was? Dem fehlt auch noch ein zweites Auge. Warum? Kann ich die unteren zwei Kugeln verschieben, aber diese nicht? Aus der Pagodenkiste in der japanischen Galerie ist eine Ebene gekommen. Ich sollte sie mir aus allen Winkeln anschauen. Okay, dann machen wir das. Ach, guck mal, da ist ja noch was. Haha. Haha. Okay. Scheiße. Wo finde ich jetzt etwas, was damit zu tun hat? Nee, unten am Tisch schon mal gar nicht. Okay. Fliege, Fliege, Katze. Shit. Wir verlassen noch mal das Zimmer und gehen in ein anderes Zimmer. Welche haben wir denn noch? Ja, nur noch das hier oben. Gibt's hier irgendeinen Hinweis? So. Du gehst mir auf den Pisser. Hier ist Schlange, Anker, Boot. Schlange, Anker, Boot. Ich müsste die sowieso dann vertauschen. Wie es aussieht, gibt es in der Kapsel aus der japanischen Galerie bewegliche Teile. Sind etwa Rollen darin? Wow. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ne, hier gibt es auch keinen Hinweis. Schade. Aber doch, in den Garten kommen wir noch.
Also hier muss dann auf jeden Fall ein Ei hin. Das weiß ich, das haben wir ja schon gesehen. Aber ja. Ich kann die Rollen so drehen, dass sie verschiedene Tiere zeigen. Aber was haben diese Tiere miteinander zu tun? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, insektentechnisch. Da ist eine Fliege. Okay, Fliege. Da ist nix. Spinne, Spinne. Wenn da eine Fliege ist. Hier war der. Hier war das. Und hier war die Katze. Wenn ich jetzt mal hier die Spinne wähle. Passiert gar nichts. Aber die Fliege wird von der Spinne gefressen. Die Spinne wird von dem Vogel gefressen und der Vogel von der Katze. Ja, leck mich doch am Arsch. Ernsthaft? Ernsthaft? Darauf muss man erstmal kommen, dass dort vor allem noch ein viertes Bild ist. Dreierböppel. Da brauchten wir den hier? Ist das ein Dreier oder ein Vier? Ist ein Viererböppel, okay. Okay, das kommt nicht dahin. Da kommt es auch nicht dran. Also wieder raus. Im Garten war auch nichts. Dann müssen wir da rein. Irgendetwas mit vier Böppeln. Genau. Nee, da kommt das nicht hin. Hier vielleicht? Nein. Och, komm, Ike. Ernsthaft? Warum tust du das? Ja, da kommt's ran. So. Eine unvollendete Holzskulptur. Mit einem Stern unten dran. Okay. Und wir haben den Speer. Oder eine Harpune. Eine Holzskulptur. So. Das da? Nee. Aber für was ist dann das gut? Wer weiß. Wir gehen die Harpune abschießen, würde ich sagen.
Das Zimmer war hier. So. Laden. Zielen. Feuer. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Das war schon kaputt. Das war schon kaputt. Für was braucht man die jetzt? Vielleicht für hier oben? Nein. Vielleicht für da? Nein. Für jetzt? Nein. Jetzt bin ich wieder überfragt. Hey. Hier unten ist halt auch noch was. Und zwar ein Messer. A Messer ist da. Das Messer werde ich hierfür brauchen, bestimmt. Wo brauche ich jetzt die Glocke? Wo brauche ich jetzt die Glocke? Im Garten denke ich mal nicht. Ich habe etwas Eigenartiges an dieser Glocke bemerkt. Okay, da gibt es hier ein Rätsel. Ja. So. Und jetzt? Ey, so reicht. So weit reicht mein Bildschirm gar nicht. So. Die Schlange muss auf jeden Fall oben sein. Haha! Ja. So. So. Und so.
Sesam, öffne dich! Ja. Okay. Und was jetzt? Ah. Schön gemacht. Auf jeden Fall. Nächstes Zimmer abgeschlossen, würde ich sagen. Sehzimmer abgeschlossen. So, bevor es aber weitergeht, beende ich die Folge hier. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.